Interessierst du dich für ein Praktikum im Deutschen Bundestag? Willst du wissen, was dich als Praktikant für Aufgaben erwarten? Willst du wissen, wo und wie du dich bewerben musst? Büro des Bundestagsabgeordneten Thomas Hitschler, Thomas Hitschler im Apparat. Einen kleinen Moment. Dann bleibt jetzt dran, weil ich erkläre euch in der aktuellen Folge von Frag den Hitschler, wie es genau geht. Mir ist es sehr, sehr wichtig, Praktikanten die Chance zu geben, hier bei uns in Berlin mitzuarbeiten. Deshalb hatten wir im vergangenen Jahr richtig, richtig viele Praktis in Berlin. Bei mir werden Praktikanten in den Geschäftsalltag eingebaut. Mir ist es nämlich wichtig, dass ihr bei mir im Büro viel lernen könnt. Ihr werdet bei uns richtig gut betreut und dürft bei unserem normalen Dienstgeschäft mitmachen. Wir werden viel gemeinsame Termine machen. Ihr werdet in meinem Büro mitarbeiten. Euer Hauptansprechpartner in der Zeit wird Simon Lavo. Hi, ich bin Simon. Ihr erreicht mich unter thomas.hitschler.ma02@bundestag.de oder auch telefonisch unter der 030-227-78701. Praktikum machen können Schüler, Studierende und wer gerade sein Abitur gemacht hat, kann bei uns auch ein Berufsorientierungspraktikum machen. Betriebspraktika dauern in der Regel 1 bis 2 Wochen. Studis können bis zu 6 Wochen in mein Büro kommen und bei uns mitarbeiten. Orientierungspraktikanten und Studierende dürfen von mir auch bezahlt werden und ich mache das mit dem mir maximal verfügbaren Höchstsatz. Kopieren, Kaffee kochen und Telefondienst müsst ihr bei mir natürlich nicht machen. Das versuche ich selbst hinzubekommen. Thomas, ein Kaffee bitte. Kommt sofort. Was es bei mir zu sehen und zu erleben gibt, erklärt euch gleich meine aktuelle Praktikantin. Ich habe Pressemitteilung geschrieben, Thomas auf Veranstaltungen begleitet, am Praktikantenprogramm teilgenommen und mich intensiv in das Freihandelsabkommen CETA eingearbeitet. Wenn ich euer Interesse am Praktikum geweckt habe, dann schaut euch doch einfach mal die FAQs auf meiner Homepage an. Ich freue mich auf euch. Tschüss!